Lukas! Benji! Was machst du denn? Ich hätte jetzt gern mit dir gespielt. Okay. Und willkommen zu einer Willkommen zu einer neuen Folge Ben und Lock. Mein Name ist Ben. Mein Name ist Lock. Und wir zocken Saints Row 3. Wie alle anderen irgendwie auch. Naja, im Moment zocken alle anderen Saints Row 4. Wir springen mal schnell auf den Zug auf und zocken einfach selber mit. Ganz aber genau. Das Dumme ist, wir haben das Spiel schon so ewig, aber haben es einfach nie zusammen gezockt, richtig. Ich habe fürs Überspringen abgestimmt. Ich gehe von aus, jeder kennt das Intro, deswegen. Go. Ja, das wissen also das wir schon. Intro brauchen wir ja nicht, aber so die Ingame-Zwischenszenen, die können wir uns ja dann schon reinziehen, oder? Ja. So. Boah, das ist so dumm. Oh shit. Wo bist du denn? Ich bin der andere Typ, Mann. Ah, okay. Auf welcher Schwierigkeit spielen wir denn? Auf normal. Okay. Das ist so dumm. Es ist so dumm, Mann. Du bist verkleidet als du selbst und raubst damit eine Bank aus. Dem musst du jetzt zuschauen. Dem Typ musst du zuschauen. Komm rein da jetzt. Ja, ich weiß, dass man auf der rechten Maustaste zoomt. Ah, okay. Das geht anscheinend noch nicht. Was denn? Ja, dieses Sprinten und sie dann so krank umwresteln. Doch, es geht! Wie machst du das? Du sprintest hin und drückst dann rechte Maustaste. Ich dachte zwar, das geht auch mit linker, aber vielleicht kommt es später oder gar nicht, oder ich... keine Ahnung. Shit! Ich bin so einer geilen Bitch mitten aufs Gesicht gesprungen. Ja, darauf stehen die doch. Hey, wir müssen weiter nach oben. Ja, ich bin doch schon oben. Ach so. Ach, du schießt da schon. Ja, natürlich. So. Was war denn Plan A? Dagegen zu klopfen. Ich vermute. Ich habe fürs Abstimmen Überspringen abgestimmt, so rum. Wieso denn? Keine Ahnung. Scheiß doch drauf, Alter. Ach, Lukas. Sonst kriegt man ja nicht die so wichtige Story aus Saints Row mit, Ben. Moment, ich mach meinen Sound ein bisschen lauser. Bisschen lauter. Ich habe so viele Versprecher derzeit drin. Schon wieder einer, Alter. Ist doch egal. So. Ich muss den Grammar-Nazis ja auch Grund geben. So, besser. Hey, so, da unten! What the fuck? What the fuck? Lohnt's rein! Wenn du darfst, mir nicht in mein Schussfeld immer reinlaufen. Ja, Mann, es ist Friendly Fire, gell? Ja. Was aber später ganz lustig noch werden kann. What the fuck? Das ist ein Gegner, Mann. Wir müssen hoch, gell? Ey, ja, soll ich den töten? Gib ihm ein Autogramm. Okay. Das ist so dumm. Ich hab ihm ein Autogramm gegeben. Und jetzt hab ich sie. Jetzt mähen wir sie nieder. Komm. Sie sterben nicht. Shit. Ich glaub, dein Autogramm hat magische Kräfte. Jetzt ist. Oh fuck. Sie ist voll gegen die Wand geklatscht. Ich hab mal die Springladung hier hingehauen, gell? Ja. Boom. Oder? Ah, ich sehe. Die können wir uns später bei auch holen. Ja, ich weiß schon, ja. Das ist so ein Spack. Ich höre irgendwie die Stimmen von denen nicht. Tja, dann stimmt irgendwas nicht bei dir. Obwohl ich relativ laut habe eigentlich. Warte mal, ich stelle es nochmal um. Das kannst du ja dann rausschneiden, oder? Audiosprache. Ja. Sprache habe ich jetzt auf. Aber Game Sound so. Hörst du schon? Ja. How long until the chopper gets here? So, geht sich aus. Okay. Sounds about right. Okay, zwei Wellen SWAT gleich. Here they come. Flashbang. What the fuck? Knall sie ab!
machen? Weißt du, dass ein Header mit der Pistol killt? Ja. So, Schrotenboy ist unterwegs hier. Okay, jetzt höre ich dich kaum noch. Was machst du denn? So, alles gut. Hörst du mich wieder? Ja, passt. Also ich habe dich nicht gehört, weil der In-Game-Sound so laut war. Boah, ich habe den hier als Geisel genommen, Mann. Kann ich ihn jetzt irgendwie töten, oder? Du kannst ihn auf extrem epische Weise wegwerfen. Und ich habe, also ich habe ihm einfach das Genick gebrochen. Ja, so geht's natürlich auch. Komm her, komm her, komm her, komm her, komm her, komm her. Die Niedermetzeln. Ben, es kommen Unmengen. Shit, sie haben die Riot Shields rausgebracht. Fuck, man, der hat mich geschlagen, der Hurensohn. Dafür habe ich mir mit der Schrot ins Genick geschossen. Ja. Finde ich, so. Find ich durchaus gerechtfertigt. Ist absolut gerechtfertigt. Ich glaube, ich habe dir gerade mit der Schrot ins Hirn geballert. Ich glaube, ich habe das gemerkt. Wie kann... Achso, ich wollte den packen. Pass auf, pass auf! What the fuck? Da ist ein hubender Schrauber, Alter. Ein hubender Schrauber? Ja. What the hell? Fuck that Hubschrauber. Wo ist unser Ride? Unser Ride. Unser Ride. Ja, oder? Shit. Ja, super, Mann. Die anderen kommen da mit so einem derben Hubschrauber und wir haben da so ein Lastding. Ja, aber ich find's so geil, wie wir einfach uns behaupten können gegen was weiß ich wie viele SWAT-Teams. Ich sitze nicht auf dem Ball. Und ich bin auf dem Ding, auf dem Tresor. Ach, da bist du. Ja, natürlich. Watch out, Alter, watch out. Ja, watch out. Okay. Stirb! Auf den Chopper, auf den Chopper! Ja, ja. Komm, hol ihn runter, hol ihn runter. What the hell? What the hell? Und noch mehr SWAT. Und was ist denn das Teil, was wir da gerade haben? Ich hab keine Ahnung, es ist auf jeden Fall ziemlich krass. Bam! Noch ein Chopper, gell? Shit, das ist der gleiche, Mann. Wir haben den immer noch nicht down. Nein, Ben. Doch, du siehst doch die Anzeige da. Ja, aber wir haben doch schon zwei oder so erlebt. Ja, das waren die anderen, meine ich. Aber das ist dieser Hauptchopper. Fuck! Shit! Ha! Und weiter metzeln. Kann es sein, dass wir nie getroffen werden? Irgendwie kommt es mir auch so vor, ja. Das ist eigentlich ein ganz cooles Feature. What the shit. Okay. Es wird gruselig. Ja. Naja, aber. Komm. Ich habe hier so einen Grenade Launcher unten an meinem Ding dran. Aber ich weiß nicht, wie ich den nutzen kann. Boom. Ich find's lustig, dass man mit 20 Schüssen aus dem Maschinengewehr den ganzen Helikopter tötet. So. Noch mehr, noch mehr. Nimm's drauf. Holy shit. Und da ist dieser Chopper wieder. Ist das jetzt immer noch der? Ja, weil er he's going down, he's going down, he's going down. Oh shit. Ja. Ja. Wer hat das noch nicht gemacht? Oh shit. Oh shit. Ja, sag ich doch. Bam. Bam. So, das war dann erstmal die erste Folge von Saints Row the Third. Wir hoffen, euch hat's gefallen. Wir sehen uns dann wahrscheinlich in der nächsten mit unseren eigenen Figuren wieder. Ganz genau. Oder vielleicht dann sogar gibt's noch eins zu sagen. Dann gibt's nur noch eins zu sagen. Tschüss!